So, hier geht's mal weiter mit einer normalen Anführungsstrichen Folge von Train Crusade. Ich habe gesagt, wir müssen mehr hier machen und so weiter. Und ich habe letztens auch einen Vendor aufgemacht. Ich glaube, das Ding hält irgendwie für 2 Jahre oder noch länger, keine Ahnung. Und ja, genau. Ich habe ein paar Sachen verkauft. Oversized hat wahrscheinlich, manche Sachen waren wahrscheinlich viel zu billig. Wahrscheinlich waren alle Sachen hier viel zu billig. Aber gut, ich habe es einfach mal so nach bestem Gewissen halt irgendwie verkauft und ja, gut, 20 Mille. Okay, weiterleveln. Das würde ich jetzt machen auf alle Fälle. Warte mal, Tickets gab es keine, oder? Ich denke mir immer, wenn ich Tickets im Inventar habe, es gibt Tickets zum Leveln, aber die waren, glaube ich, nur für Koralle oder so. Okay, leveln. Ich habe ja irgendwas gehört. Warte mal, wie war es hier? Farm World? Ne, hier ist nichts drin. Ist irgendwas drin? Decayens Mine. Was macht man hier? Moonstones? Was sind denn Super Moonstones? Ultimate Schmuck? Lol, was? Ancient Sarcophagus Opener? Alter, holy fuck. 80 bis 95. Okay, das heißt, wir gehen jetzt auf Alpha noch nicht rein. Gear Score 800, okay. HP Requirements 2000. Ist der dritte Dungeon in der Welt auf Material? Bla bla bla. Penya, Upgrade-Material. XP Sabbataya. But Monster. Oh, okay, gut. Ja, gut, okay, also Leveln ist scheinbar nicht so drin. 7% Karten sehe ich auch mal noch. Okay. Ja, wir schauen einfach mal rein. Ich meine, mehr sterben kann man nicht. Ein bisschen Equipment habe ich ja jetzt. Ich habe zwar keine Attack Speed momentan, aber ansonsten. Und ich meine, der Teleportpunkte her ist, glaube ich, auch ganz nützlich. Ja, Ringmaster, nicht genug in Gear Score. Ah, RIP. Ja, gut, okay, das ist jetzt halt einfach mal so. Wir gehen einfach ohne Ringmaster rein. Braucht eh keiner. Zu die Kens Mina. Ich gebe Ringmaster mal schnell hier Schmuck. So, einmal. Gear Score 264, ja. Kann man nichts machen, ist es auch egal. 73 bis 105, wo muss man leveln? Kurz überlegen, wie wir am schnellsten hinkommen. Bisschen kritisch. Okay. Ach genau, wir haben eh schon die Quests im Inventar dafür, lol. Zum Glück so gar nicht verpeilt oder so. Nee, bin ich nie. Gut. Wir hätten uns natürlich jetzt auch irgendwie. Ich weiß gar nicht, wenn wir uns einfach irgendeinen Nichts hätte kaufen würden. Hat das Gearscore? Bringen blaue Sachen Gearscore? Jetzt was richtig improvisiert. Ne, Blinkwings bringen schon mal keinen Gearscore, glaube ich. Shield. Bringt Gearscore. Geschlecht, ne, eben nicht Geschlecht. Nach. 59 Ringmaster, 126 pro Stück. Ja gut. Ich brauche. Ah, das ist schon wieder kompliziert. Mecha irgendwas. Mecharin. Mecharin. Mecharin, weiblich, genau. Und Mecharin. Okay, perfekt. So, zack. Ich lerne langsam. Nicht schnell, aber ich lerne. Hat das andere nochmal einen Effekt gegeben? Speed und Geschwindigkeit und Ding. Okay, egal. So, zack. Gear Score 642. Perfekt. Easy. So, die Kane's Mine. Ich habe jetzt genau 2 Gear Score mehr, als ich bräuchte. Alter, ich bin schon so lost mit den ganzen Teleportpunkten. Wo ist das Ding? Das war auch gerade noch hier, oder? Dicker, ich hab's gar nicht angeklickt. So. Decayens Mine. Okay. So das Problem, weil mittlerweile gibt's halt bei den ganzen. Nein, ich muss Level 80 sein! Fuck my life, Alter. Okay. Wir begnügen uns einfach mit anderen Sachen.
Einmal. Zweimal. Okay, das lag ich zumindest nicht an mir. Ausnahmsweise. Was gibt's denn noch an Power-Ups? Einmal konsumierbar. Okay, gut, Feta-Sachen und so haben wir schon gesehen. Alter, 2,3k nur pro Stück. Warum ist das Zeug so billig? 87 kann man sich locker leisten, hier zu leveln. Und ich glaube, ich kann noch eine Quest abgeben für MGRAN. Ja, meine Organisation ist bei mir wieder 1A, muss man echt sagen. Egal, wir machen uns also keinen Stress, wir machen ja alles ganz entspannt und verpeilt wahrscheinlich auch. So, genau, hier ist eine Quest. Zack. Und Level 81. Easy. Genau, abgegeben, also willkommen, Dragon, Chips und irgendwas anderes. Ja, schön. Okay, ja, wie gesagt, ich meine. Alter, warum fehlt denn das bitte so wieder Attack-Speed? Hä? Was fehlt denn jetzt wieder? Hä, was? Ach, er heißt fehlt, lol. Okay. Alles nicht so einfach. So, nochmal kurz folgen. Auf der anderen Seite sind die Buffs. Ups. Okay. Genau, Ringmaß geht auch kein Akku, das ist auch schon ganz interessant. So, haben wir jetzt die ganzen Buffs, die wir brauchen? Ich hoffe mal schon. Genau, das bringt auch nochmal den ganzen XP. Alter, der Damage. So will man doch leveln auf Low Red, oder? Weapon Level Up, perfekt. Upcut nochmal mit rein. Alter, der Damage. Wir two hätten diese Viecher einfach. PvE-Schaden, All-Stats, Geschwindigkeit. Nimedex ist der Beste. Er hat einfach wegen Attack-Speed und so weiter. Weapon Level 8 schon, alles klar. Ja gut, ich meine, ich habe jetzt hier auf Dragon Crusade noch nicht so krass gelevelt bisher, aber dass wir die Viecher two-hitten, hatten wir es auch nicht unbedingt so oft. Ringmaß Level 70. So muss es laufen. Wir haben übrigens Link, man sieht es momentan nur nicht. Partner 0. Was ist dieses Partner 0? Ist das irgendwas, was ich vielleicht wissen sollte? Body Level. Kill different monsters with... Okay, gut. Ja, gut, brauchen wir es nicht. Alter, die Waffe levelt ja wie Sau, so brutal. Ich weiß nicht genau, an was das gekoppelt ist, aber ich vermute einfach mal, dass die halt ans Level gebunden ist und ein niedriges Level, desto schneller leveln die wahrscheinlich. Oder mit, wir brauchen eben weniger Schaden, um zu leveln. Oder Kills. Was geht das? Kills oder Schaden? Weiß nicht. Normalerweise, glaube ich, geht es nach Schaden. Und, ja, vermutlich ist es halt hier einfach so, dass man normalerweise mit einer 75er Waffe vielleicht so vielleicht einen Bruchteil vom Schaden hier macht. Nicht so krassen Schaden wie wir jetzt momentan. Deswegen eskaliert das halt wahrscheinlich gerade so brutal einfach. Soll ich momentan doch nicht treffen? Okay. Alter, geht das ab, Mann. Wobei ich dieses Ampli gerade nicht so direkt spüre. Ich krieg genauso viel XP wie ohne Ampli, oder? Lol. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, aber mir kommt es gerade so vor, als würde ich genauso viel XP kriegen. Alter, Weapon Level Up. Holy moly. Und gleich 82. Habe ich das vorher gekauft oder habe ich das? Ah ne, ich habe es gekauft, stimmt. 99%. Ringmaster war schon mal einmal Level Up und ist gleich wieder Level Up. Alter, wie ist es eskaliert, Mann? Level Up, Weapon Level Up schon wieder. Holy shit, ey. 26k Damage. Ich glaube, das Yo-Yo weiß gar nicht mehr, was gerade aktuell alles abgeht hier. Ja, Ringmaster Level hat auch wie Sau. 71 schon. Boah, wenn ich hier GT habe, freue ich mich echt wie sonst was.
endlich nicht mehr diese 89% Attack Speed. Ja, okay. Also ich glaube, wir machen gerade ganz gut Fortschritt eigentlich. Wir könnten halt wahrscheinlich schon so viele Monster hier skippen, weil, keine Ahnung. Wir könnten wahrscheinlich sogar an die neuen Level drüber gehen. Oder also vielleicht sogar 10 Level drüber oder so. Einfach weil der Schaden halt hier wirklich komplett krass ist. Ja, ich meine, das war halt auch so der Grund, warum ich so gesagt habe, ich hätte ganz gerne Lusaka-Yuri, das halt zu farmen wäre wirklich richtig nice. Weil dann halt Leveln halt wirklich was komplett anderes ist. Und ich meine, ich denke es ja jetzt momentan, das ist halt jetzt wirklich, das ist halt Blade-Niveau, so auf dem, wahrscheinlich sogar noch über Blade-Niveau. Und deswegen, das war halt so mein Ziel, das wollte ich halt irgendwie einfach machen und haben und so. Wie man sieht, das zahlt sich aus. Es zahlt sich halt wirklich richtig aus. Ich muss nur aufpassen auf das Pad, dass es nicht irgendwie gleich verreckt oder so. Ich weiß gar nicht genau, wie man diese Dinger hier kriegt. Oder, nee, warte mal, Pad, Mistakes, glaube ich, gab sie gar nicht, oder? Man musste, wie war denn das? Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, mit Geld ging das, oder? Bin nicht ganz sicher. Kein Plan. Sehen wir, wenn es weiter ist. Wir haben Level 22 schon. Weiß zum Beispiel noch jemand, wie hoch das alte Jojo war? Ich bin mich gerade nicht mehr ganz sicher. 23, oder? Ja, das ist heftig. Das ist halt wirklich heftig. Ich meine, stell dir mal vor, wir das gleiche Jojo bis Master behalten. Was eigentlich wahrscheinlich auch. Wobei, wir haben halt noch das andere Jojo, das ist das Chi-Jojo, oder? Okay, ich fahre mir das dann ja sonst was. Wo ist das? Hier ist das Ding. Okay, da hat der Reissockel drin, was richtig geil ist. Andererseits, wobei der Effekt davon ist halt richtig crappy. Ich meine, es bringt weniger Attack. Es hat nur plus 6. In Anführungsstrichen nur plus 6. Okay, das Ding hat einen Awake. Gut. Wir hätten halt die Attack Speed auf 100%, aber ich meine, das bringt halt nichts, weil bis dahin haben wir auch schon hier GT und so. Deswegen, nee, ich glaube, das nutzt man nicht. Babypan muss 7 Tage brauchen. Oder vielleicht kann man es verkaufen, müssen wir mal schauen. Ja, merken auf alle Fälle auch, dass ganz gut an Geld was reinkommt. Also da fehlt jetzt momentan gerade nichts mehr so. Ganz entspannt, würde ich sagen. Okay, ich muss sagen, ich beende mal die Folge. Ich nehme direkt noch eine andere Folge mit auf. Und ich würde mal behaupten, wird lustig und wird interessant bleiben, weil ich behaupte jetzt mal so, der Damage und alles ist ja wirklich richtig nice geworden und also die Level-Videos werden uns auf alle Fälle recht interessant oder bleiben recht interessant, sagen wir mal so. Und vielleicht kommen wir noch zu die Kalins Mine rein oder so, müssen wir mal schauen, weil Level und so, ja, kritisch, Ringmaster 73 aktuell, da fehlt halt noch einiges. Aber wie gesagt, ja, sehen wir dann. Stick. Ja, gut. Ja, wir schauen einfach mal. Auf alle Fälle danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.